Unser Studiogast ist ein Star aus der Schweizer Leichtathletik-Szene. Sie ist die schnellste Schweizer Frau über 100 Meter und hat letztes Jahr in Amsterdam bei der Europameisterschaft Bronzemedaille gewonnen. Herzlich willkommen im Studio, Mushinga Kambunji. Hallo, hallo, willkommen, merci. Mushinga Kambunji. Hello. Wann sind Sie Ihren ersten Sprint über 60 Meter gelaufen? Zuerst mal bin ich 60 Meter etwa mit 80 gelaufen. Und wie schnell sind Sie gewesen? Ja, noch nicht so ganz so schnell wie jetzt. Was ist denn jetzt Ihre Bestzeit über 60 Meter? Meine Bestzeit jetzt ist 7,11. Eine Top-Leistung. Apropos, haben Sie von der Top-Leistung gehört beim Schweizer-Final? Ja, ich habe es gehört, aber habe leider noch nicht gesehen. Na, da gibt es jetzt Gelegenheit dazu. Wir haben exklusive Bilder. Couloir numéro 2 du Servetro, Yam Laurier. Dann auf Platz 2 vom BTV Aarau Athletics, Robin Glor. Il nous vient des Grisons, Jem RSU, couloir numéro 4. Dann d'Alticino, SFC Chiasso, Giulio Fugazzi. Du TV Zoffingen, Lionel Brugger, au 6. Auf der 7 ein Bündner aus Landquart, Maurizio Capietzel. Et au couloir numéro 8 du GAD Doninghio, Isacco Del Siro. Fugazzi Giglio, pardon, le grand favori de cette course. 8,50 en finale cantonale, meilleure performance de cette catégorie. Attention au départ de cette dernière série. Et course très serrée dans cette dernière série. Elle se détache sur la fin. Le couloir numéro 5 comme attendu avec l'excellent temps de 8,45 pour Giulio Fugazzi. Bien mieux, enfin bien mieux, un poil mieux plutôt que ses 8,50 en finale cantonale. On attend le temps officiel, 8,45 c'est confirmé, Giulio Fugazzi. Deuxième, 8,58 pour Lionel Brugger. Et 8,66 pour Jem Aressu. Alors qu'on revoit le ralenti de cette course sur l'écran géant.